Herzlich willkommen zurück zu Mass Effect. Derzeit, ich bin zumindest mit dem Omega-Nebel fertig. Dieses Sonnensystem, alle anderen Sonnensysteme, da sieht man so rechts 100%, oben 100%, die habe ich alle erkundet. Da gab es nicht wirklich viel. Allerdings gibt es hier auf Omega noch eine Mission, beziehungsweise es ist keine Mission, sondern mehr ein Auftrag, den ich nicht gemacht habe. Das werde ich jetzt nach. Ich soll irgendjemanden beschützen, bis irgendeine Gefahr vorbei ist. Keine Ahnung. Ich bin jetzt hier wieder in dem Club und irgendwo hier soll ich einen Patriarchen finden. Der weiß auch bestimmt, wo ich so jemanden finde. Hat er mich vergiftet? Hä? Ich hab nur einen Drink bestellt. Er wird nicht mit Ihnen rechnen, so viel steht fest. Geben Sie dem Batarianer. Aber ich bin augmentiert, deswegen. Wo ist er? Wo bin ich? Hier? Ich war hier. Nee, hier war ich. Ah, okay. Der wird was zu hören kriegen, das kannst du aber glauben. Jetzt hör mal zu, mein Freund. Sofort. Austrinken. Ich? Sofort. Das können Sie nicht machen. Ich? Trinken Sie oder ich schieß Ihnen die Augen einzeln raus. So geht das. Der Missgeraden. Komm, wir tanzen mal eine Runde. Geht das? Die geht ja richtig ab. Ha. Nach dem guten alten Mord erstmal eine Runde tanzen. Ich glaube, ich bin aber ein Level aufgestiegen. Nee? Ich dachte. Hier diese blauen, das gefällt mir nicht so, aber das sieht schon ziemlich fies aus. Das wird noch sehr viel fieser. Ich erinnere mich noch bei, ich weiß nicht mehr welches das war, Star Wars, Knights of the Old Republic? Moment, wenn man böse geworden ist, nachher komplett, da hatte man noch so roten Rauch um sich herum und also, warte mal, Patriarch. Ach, guck mal hier. Also ich hab Arya gesagt, natürlich wusste ich, dass er kommt. Vielen Dank. Ich habe ihn in den Tod geschickt. Das will ich mir angucken. Wo ist er hingerannt? Hä? Warum Vorbild? Oh Mann. Das gefällt mir nicht, wenn ich Vorbildspunkte bekomme. Ich hatte im Frachtraum eines Müllschiffes schon besser übrigens. Naja, es ist Gift. Also. Ne? So, ich gehe jetzt mal zu der Ollen zurück und mal gucken, was die dazu zu sagen hat. Sie haben recht. Es ist besser so. Hä? Ist es besser so? All wegen mir? Brauchen Sie sonst noch was? Danke. Geht wieder. Komme ich später wieder. Ciao. Warum suchen Sie sich Nein! Das Mädchen, das Sie bis dahin warm hält? Sie sehen aus, als könnten Sie ein wenig entspannen. So. Ich hatte nochmal neu geladen. Ich habe jetzt alles abgeschlossen, ohne die Vorbildspunkte zu kassieren. Und lassen Sie mich rein. Gucken wir, was er noch zu sagen hat. Ansonsten bin ich auf Omega tatsächlich fertig. Also, ich habe gehört, dass ein Mensch. So. Ui, 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 ui. Wo gehen wir denn hin? Zur Citadel. Da war doch auch noch irgendwas. Gucken, was Sie so zu sagen haben. Der Rat. Ich habe Anderson zum Ratsvorsitzenden gemacht. Der sollte verdammt nochmal dankbar sein. Verzeihen Sie die Unannehmlichkeit, Sir. Unsere Scanner zeigen falsche Werte an. Sie scheinen zu glauben, Sie wären tot. Ich bin tot. Und er gleich auch, wenn er mich nicht durchlässt. Das höre ich überall, geht mir tierisch auf die Nerven. Mit wem kann ich darüber sprechen? Verschollenen Spectres noch am Leben ist. Der Rat kann mich mal. Da hast du sowas von recht. Keiner hat sich die Mühe gemacht, meinen Tod zu bestätigen.
Das heißt, ich bin jetzt offiziell tot, aber werde trotzdem mal durchgelassen. Das gefällt mir. Lauschen, ach, Nachrichten, uninteressant. Ich hab... Ach, guck mal hier. Guten Tag, meine Freunde. Willkommen auf der Citadel. Ihr Klassendenken verwerfen? Was? Also für so billigen Touristenmüll sind ihre Preise ganz schön gesalzen. Dass ich nicht so wohlhabend bin wie Sie, gibt Ihnen nicht das Recht, mich von oben herab zu behandeln. Was? Ey, alle mal herhören! Dieses Geschäft diskriminiert die Armen! Bitte beruhigen Sie sich. Was geht jetzt ab? Entschuldigung, biete ich Ihnen meinen Angestelltenrabatt an. Aha. Akzeptabel? Gut, also schön. Aber meine Gefühle haben Sie trotzdem verletzt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Einkauf. Ach ja, Touristenzeug hat er ja gesagt, stimmt. Boah, Shepard schon Arsch, ey. Das hat absolut nichts damit zu tun, dass ich ihn steuere oder so, ne? Level 27? Hä, der sieht alles anders aus. Ich hab... Was? Leider bedeutet das immer, den Rest des Rats zu verärgern. Hä? Sie legen gegen meine Vorschläge was juckt mich das? Und nichts ändert sich. Vielleicht brächten Sie den Rat dazu, die Dinge aus Ihrer Perspektive... Verhört er mich hier, oder was? Aber Sie wollen sie nicht empfangen. Die Interessen der Menschheit wären Ihnen stets wichtiger als die Belange der Galaxie. Genau, das ist auch richtig. Die Arbeit mit Cerberus waren dabei auch keine Hilfe. Nach wie vor ein Held. Und der Rat kennt die Ihre Meinung einfach so zurückzuweisen. Ich weiß es nicht. Ich habe meine Meinung zum Segen des Rats schon beim letzten Mal deutlich zum Ausdruck gebracht. Er soll ihn behalten. Shepard, was machen Sie denn hier? Na, super. Ich habe eine lange Liste mit Leuten, die ich nicht sehen wollte, und auf der stehen Sie ganz oben. Ach ja, er hat mir den Rang eines Spectres angeboten, aber ich habe dankend abgelehnt. Okay. Ab geht's. Dann können wir wieder weiterfliegen. Ich weiß nicht, als Spectre wäre ich dann quasi wieder eine Marionette vom Rat und... Der Rat kann mich mal. Der alte Rat, den habe ich in Luft sprengen lassen. Durch die Reaper. Und... Der neue... sollte sich auf was gefasst machen. Ah, Purgatory, die warten schon auf mich. Das sind aber auch Söldner, oder? Diese Blue-Typen. Blue Suns? Blue Suns oder Blue Suns? Naja. Ich gebe meine Waffe nicht ab. Punkt. Hoho, Blickduell. Lassen Sie sie durch. Unsere Einrichtung ist sicher genug, um mit drei bewaffneten Gästen zurechtzukommen. Ich gebe meine Waffen doch nicht ab, hallo? Wer bin ich denn? Oh je. Zur Entlassungsstelle. Aber er sagt dir irgendwas von verhört. Mann, ich will da mal... Was geht mit dir? Das ist Gerechtigkeit. Was immer er angestellt hat, er hat vermutlich noch viel Schlimmeres verdient. Mit Sicherheit. Ihr Paket bekommen Sie bei der Entlassung. Ich krieg einfach so Abdrückpunkte. Nur ich mit denen rede. Hey Leute, wenn Sie gefangen... Ich höre schon die Schreie in meinem Kopf. Hübsch. Wirklich. Ich gehe lieber. Das ist mir zu gruselig hier. Ich weiß nicht, was die denn geben, aber... So, da ist die... Warte mal, das ist die Entlassungsstelle, aber hier gibt's doch noch irgendwas. Verhörzimmer. Ich will da durch. Lass mich durch. Das ist der Supermax-Flügel. Zutritt verboten. Zur Entlassungsstelle geht's zurück durch die Halle. Na gut. Ich habe das Gefühl, irgendwas geht hier noch down, weil es ist eine Mission, den zu rekrutieren und ich gehe nicht einfach rein und kaufe mir den und hau wieder ab. Oder die ist ja eine Frau. Aber das ist die Entlassung durch die Tür auf der anderen Seite des Raums. Das ist die Entlassungsstelle. Ist da jemand explodiert oder das ist ja richtig ranzig. Was ist das hier? Alles ein bisschen suspekt. Aber als Gefangener sind sie wertvoller als als Freunde. Aha. Hab ich mir doch gedacht. Lassen Sie die Waffen fallen und... Irgendwie... gerade habe ich noch gesagt, irgendwas geht hier down und dann... Als ob ich es gewusst hätte.
Als ob ich es gewusst hätte. Hey! Die werden es nie lernen. Ah, jetzt komme ich auch hier rein. Das wollte ich nicht. Nee. Wenigstens funktioniert das mit dem Waffenwechsel jetzt ein bisschen schneller über die Maus, was im ersten Teil ja echt ein Krampf war. Oh, die sieht böse aus. Die gefällt mir. Sieht nicht so aus, als ob die sonderlich viel Hilfe bräuchte. Ich krieg die schon unter Kontrolle. Keine Sorge. Das wird ein harter Treffer. Aha, Schrotflinte. Schaden? Ich hab doch noch nicht... Ich hab doch noch nicht mal Schrotflinte. Ach nee. Der uns hier einsperren wollte. Sie sind wertvoll, Shepard. Wenn ich sie verkauft hätte, könnte ich leben wie ein König. Okay, ich muss jetzt hier diese Generatoren zerstören. Oh mein Gott. Oh, was ist der denn hingeflogen? Wenn Sie mich im Team wollen, lassen Sie mich die Datenbanken durchgehen. Blöffen. Ich gebe Ihnen vollen Zugriff. Sie sollten besser aufrichtig mit mir sein. Hey, guck dir den doch mal an. Die sollte aufpassen, was sie sagt. Lassen Sie mich nicht warten, Shepard. Hey, wird die jetzt frech? Die letzten, die so mit mir geredet haben, die habe ich von einem riesigen Alienschiff zerstören lassen. Also. Da ist etwas auf unseren Sensoren. Ich habe einen Notruf empfangen. Ich lande jetzt. Er hat nur gesagt, allgemeiner Notruf, Benutzer nicht registriert oder Aufzeichnung beschädigt. Also, mal gucken. Hä, ich bin ganz alleine. Er wackelt schon. Das ist nicht gut. Das ist nur dezent gruselig. Ich habe trotzdem keine Ahnung, wo ich hier hin muss. Darüber kann ich nicht. Hier kann ich nicht runter. Und hier rüber kann ich nicht. Hä? Aha. Guck mal hier. Ist das so richtig? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin hier... Moment, ich lade nochmal neu. So, jetzt bin ich unten. Ich gehe erstmal ganz nach unten. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwas zu finden gibt. Oder ob ich hier meine Zeit verschwende. Das sieht aus, als ob ich da irgendwas erfahre. Wie komme ich da runter? Warte mal, da rüber. Da muss ich hier rüber gehen. Das ist alles ein bisschen... Oh mein Gott. Vielleicht sollte ich mich beeilen. Nur so als Gedanke. Ich habe das Gefühl, gleich saust das Ding einfach komplett den Berg runter. Das ist nicht gut. Och, stecke ich jetzt wieder hier fest irgendwo? Och, ernsthaft. Ja, das ist auf jeden Fall nicht so gewollt. Ich möchte doch nur dahin. Endlich. Oh mein Gott. Jetzt bricht es aber so ein bisschen zusammen. Würde ich sagen. Achso, ja. Das war eine ganze Mission, das wusste ich nicht. Ein erneuter Funkspruch, und zwar diesmal von Schmugglern. Die haben gesagt, alle Mann auf Gefechtsstationen, und jetzt bash ich da rein und guck mal, was da abgeht. Ich soll irgendwelche Schmuggelware sicherstellen. Okay. Was ist hier los? Ich kann hier nicht... Achso, ja. Ich
muss mich beeilen, bevor die alle Kisten zerstören. Nein. Das war es, wie es aussieht. Also ich musste nur diese drei Mechs zerstören und dann Ende. Oder wie? Das war ja nicht sehr spektakulär. Muss ich doch sagen. Das war's schon wieder für diese Folge von Mass Effect 2. Ich bin schon mal ins nächste Gebiet oder in die nächste, ich sag mal, in den nächsten Nebel geflogen, ins System. Und dann machen wir das nächste Mal weiter. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne, viel Spaß und bis dahin. Wir müssen uns ja wohl keine Sorgen darum machen, dass sie Waffen schmuggeln oder sowas. Nein, nein.